Ibiza-Untersuchungsausschuss. Mein Gott, das Wort geht wirklich unter das Wort des Jahres, sei doch letztes Jahr, oder? Ja, also das wird wirklich spannend, nämlich insofern, wie sich Heinz-Christian Strache da hier verantworten muss und kann. Und dann kommt natürlich auch Johann Gudenus, also die zwei Hauptpersonen kommen heute in den Untersuchungsausschuss. Und da stelle ich mir vor, die Parlamentarier werden da schon einige knifflige Fragen vorbereitet haben. Es geht ja eigentlich jetzt gar nicht mehr so um diesen Abend und um dieses Video, sondern es geht eigentlich über die Folgewirkungen. Ja. Dann hat es ja diese Beschlagnahme des Handys von Heinz-Christian Strache gegeben. Da glaubt man, aus gewissen SMS herauslesen zu können. Da hat es Postenschacher gegeben, Rückflüsse an die Partei. Und das ist ja das eigentlich Interessante. Und ja, und da wird es natürlich auch insofern spannend, also wirklich spannend, wie viele Fragen Heinz-Christian Strache das beantworten kann. Wir wissen ja, 7 Strafverfahren und Ermittlungsverfahren laufen. Und jetzt ist es so, der vorgeladene Politiker, der im Untersuchungsausschuss aussagen muss, der kann sich hier dann natürlich entschlagen der Aussage, weil das ist ihm zugestanden wurde, darf sich oder soll sich halt dann nicht selbst belasten für ein Strafverfahren. Davon wird er wahrscheinlich Gebrauch machen und ich weiß nicht, ob wir da sehr viele Antworten heute kriegen werden. Die Frage ist, was glaubst du, was interessiert die Leute mehr? Die Grenzöffnung heute nach Italien oder der wieder auftauchende Ibiza? Naja, also ich glaube, beides ist hochinteressant. Einerseits natürlich, weil hier jetzt im Untersuchungsausschuss ja die Republik ein Sittenbild aufarbeiten kann mit Postenvergabe, Rückflüsse mögliche, da wollen wir jetzt nichts in den Raum stellen. Oder aber wir kriegen eine Bestätigung, dass das eh schon seit Jahrzehnten so laut gelaufen ist, dass wer in der Regierung ist, besetzt Aufsichtsräte, wer in der Regierung ist, besetzt an staatsnahen Unternehmen die besten Jobs. Wäre nichts Neues in diesem Land. Finde ich die Aufregung eher, würde sich da in den Grenzen halten.